War das Agi? Ja. Hallo Leute und ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute habe ich mal wieder einen Gast dabei, der Snacks benötigt, damit er überhaupt herkommt. Trotzdem war sie lange nicht mehr da. Es ist ein selten gesehener, früher sehr, sehr oft gesehener, toller, spannender Gast, den wir alle herzlich begrüßen. Und zwar... Wo ist der Gast? Da. Es ist Jana! Die ist lange verschollen. Hä, wie lange haben wir eigentlich kein Video mehr zusammen gedreht? Es hatte keine besonderen Gründe, Leute. Wir haben uns einfach nicht gemocht. Also es hat wirklich einfach keinen Grund gehabt. Also wir haben einfach irgendwie kein Video gedreht. Aber wir waren trotzdem Freunde fürs Leben. Wir haben heute ein ganz tolles Video für euch. Und zwar habe ich wieder einige Instagram-Filter gefunden, die... Schmeckt's denn? Aha. Die heute unser Leben bestimmen werden. Kein Instagram-Filter hat eigentlich bestimmt, dass du hier sitzt und Macarons isst. Wir haben auf jeden Fall einiges vor heute. Aber als allererstes werden wir... Aua! Als allererstes werden wir erstmal unser Essen öffnen. Naja, eigentlich ist das nicht Teil der Challenge. Als allererstes werden wir unsere Outfits wechseln, weil Jana, das ist nicht so überdacht, ne? Ich habe mich extra umgezogen für das krasse Event hier. Und jetzt muss ich mich wieder umziehen. Ja. Ich finde es toll, wie schön du redest, Jana. Das ist wirklich super ansprechend. Ich sehe so aus und ja, über Jana brauchen wir gar nicht sprechen. Jana sieht eigentlich gut aus. Sie hat sich wenigstens Mühe gegeben, aber ich halt nicht. Deswegen müssen wir das jetzt leider ändern. Keine Ahnung, was für Sachen da nochmal sind. Okay, let's start the challenge. Alles bunt. Ich habe ungefähr nichts Buntes. Ich wollte gerade sagen, ab in den Kleiderschrank. Los geht's in den Schrank. Unter bunt verstehe ich leider was ganz Schreckliches und zwar... Lila Hose mit gelbem Oberteil, blaue Jacke und grüne Kette. Voll hübsch. Jetzt sehe ich schon wunderschön aus. Und wer jetzt fehlt jetzt dran. Noch? Was? Jetzt bin ich dran. Jetzt ist Jana dran. Warum film ich? Girly Outfit. Aber gar keine girly Sachen. Hä, du siehst jetzt schon girly aus. Wir finden was, wir finden was. Wir sind bei Janas Kleiderschrank angekommen. Und ich hoffe, es sieht nachher mindestens irgendwie genauso bescheuert aus. Das ist schon ganz schön Absturz. Darf ich raussuchen? Ist das ein Haarband? Julia, okay. Das sieht total bescheuert bei mir aus. Oh no. Guck mal, das passt doch super zusammen. Willst du mich verarschen? Nein. Tada! Guck mal, hallo, die sieht doch super aus. Ich verstehe das Problem nicht. Wir sehen beide toll aus. Wir werden unser Outfit jetzt nämlich auch noch bewerten lassen. Dafür gibt es nämlich auch einen Instagram-Filter. Okay, als erstes werde ich mein Outfit bewerten lassen und ich bin so gespannt, was dieses Ding sagt, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass es in irgendeiner Art positiv ist. Okay, scanned. 10. Killing it. We got a winner over here. Das soll eine 10 sein. Vielleicht gibt es auch nur die 10. So, als Confident Boost. Is it scanning? 6? Was steht da? We have seen you in better fits. I'm the outfit winner. Ich glaube, da ist diesem Filter ein kleiner Fehler unterlaufen. Aber das ist ja nicht so schlimm. Gut für mich. Irgendwie. You know. Wir sind aufgefrischt und haben jetzt Hunger. Wir haben einen richtig krassen Filter gefunden. Also so krass ist er eigentlich nicht. Und zwar ist das Guess the Gibberish. Das kennt ihr bestimmt alle noch. Dieses, wo man erraten muss, was da gerade steht. Aber in der Food Edition. Alles, was wir jetzt gleich erraten, das werden wir dann essen müssen. Splash. Fish and Chips. Say Fish and Chips. Fish and Chips? Fish and Chips. Ihr habt das Prinzip wahrscheinlich verstanden. Wir raten jetzt einfach was weiter. Ist, wenn ich es nicht errate, kriege ich dann kein Essen? Genau. Mies heiß. Maiscake. Cheesecake. Cheesecake. Schade, hätte ich jetzt so Lust drauf gehabt. Noffels. Croffles? Noodles! Oh, oh nein! Das ist bitter. Mac and Cheese. Popsicle! Das ist Popsicle. Das heißt, ich krieg Fish and Chips und Eis. Orange Juice! Das ist dann auch dein einziges Mittagessen für heute. Ist in Ordnung, ne? Onion Rings? Nee. Dann krieg ich, wow, dann krieg ich Fish and Chips, ein Popsicle und du kriegst Orange Juice und Onion Rings. Was ist das denn für ein Essen? Okay, dann schauen wir mal, wie wir an unser Essen rankommen. We are on the way to the Supermarché. Und ich sehe einfach bekloppt aus. Ich will das nicht. Fischstäbchen. Das war mir irgendwie noch nie so peinlich. Ich habe gerade genau eine angeguckt. Hallo Jana. Ich brauche noch Chips für die Chips unter den Fisch. Cool. Wir sind zurück. Und wie ihr vielleicht bemerkt habt, hat Jana ihr wunderschönes Haarband abgemacht. Bin enttäuscht. Du hattest deine Jacke auch aus. Aber jetzt habe ich sie wieder an. Aber ich ziehe sie auch gerne wieder aus. Let's make some food. Mega. Kombination. Ich habe so Lust gerade auf Zwiebelringe. Das kannst du mir gar nicht glauben. Ich habe auch so Lust auf fettige Fischstäbchen. Das sind gar nicht 30 Grad draußen. Schmeckt's denn? Mhm. Immerhin. Was machen wir jetzt, Jana? Wir benutzen jetzt den nächsten Filter.
Und was ist das für ein Filter? Weiß ich nicht. Das ist ein Fotografiefilter. Was müssen wir denn fotografieren? Wir müssen uns fotografieren. Zumindest sagt dieser... Oh, das nervt mich. Zumindest sagt dieser Filter hier, was für eine Art von Photographer are you? Genau auf diese Art und Weise müssen wir gleich Insta-Pics machen. The Selfie Expert. Okay, ich muss keine Fotos von Jana machen. Woo! Ich mag keine Selfies. Sieht mein Selfies total komisch aus. Heute musst du aber die Art des Selfies für dich entdecken. Nein! The Awkward Pose. Och nee. Ganz ehrlich, du musst einfach nur ein Selfie machen und ich muss ja schon wieder komisch sein. Ich würde sagen, ich mache meine Fotos, du machst deine Fotos und wir gehen nachher zusammen und reden darüber, wer die besseren Fotos hat. Okay? Okay. Sehen wir uns gleich. Das Ding ist, Leute, wir müssen uns halt wirklich Mühe geben. Also die müssen halt wirklich nachher gut sein. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Hallo, das ist mein Hintergrund. Ich sehe immer so kacke aus. Spaß. Ich sehe super aus. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Sieht halt auch so dumm aus mit diesem Outfit. Was machen denn so Models? So? Scheiße. Sowas machen die dann doch auch, oder? Okay, Freunde der Sonne. Wir sind beide sehr begeistert, glaube ich, oder? Total. Ich sehe dumm aus. Du siehst ganz bestimmt nicht im Ansatz so dumm aus wie ich. Wir rücken mal zur Seite, damit die Leute auch meine wunderschöne Kunst betrachten können. Und zwar, wir fangen mal harmlos an. Ich habe dieses Exemplar hier. Das finde ich noch ganz hot. Ich habe diesen angestrengten Blick und man denkt so, she's sexy. Aber dann habe ich dieses Bild, wo ich dachte, oh yeah, ich bin artsy. Guck einfach nach oben in den Himmel. Und das Bild sagt aus, Freiheit, ja, das war's. Dann habe ich das. Das. Durch meinen ernsten und sexy Blick nimmt man das Bild nochmal ganz anders wahr. Und es sieht nicht einfach so aus, als würde ich im Stehen pinkeln. Jetzt kommt mein persönliches Highlight. Hey, ich find's super. Warum hast du das Handy so einfach... Timer an. Ich wusste nicht, was ich machen soll. So, und jetzt will ich mal sehen, was du da gemacht hast. Das ist schön. Ja, das ist wunderschön. Ich hasse das ja jetzt gerade hier, ne? Tut mir sehr leid, aber zeigst du mir jetzt dein Selfie? Dann hab ich das. Aha. Und das. Okay, und was soll das Auge in deinem Bild aussagen? Also das dritte? Man soll alles mit mehreren Augen betrachten und nicht einfach reden, obwohl man keine Ahnung hat. Und wenn man keine Ahnung hat, dann soll man das einfach mit mehreren Augen betrachten. Dann hat man plötzlich Ahnung. Okay, Leute, besorgt euch alle ein drittes Auge. Sag mal, Jana, welches Getränk ist eigentlich so dein Lieblingsgetränk? Alle Saftsorten. Und was noch? So Kaffee, oder? Ich habe nämlich einen Filter gefunden, der heißt Pick a Coffee. And tap to start. Wie soll man denn daran erkennen, was für ein Kaffee denn? Aber ich mag keinen Kaffee, muss ich es essen? Trinken. Trinken und essen musst du das. Das ist ja total unfair, weil du magst Kaffee. Kann ich nicht da wenigstens einen Eiskaffee haben? Du wolltest schon immer mal einen Eiskaffee probieren. Was ist Eiskaffee? Also was für ein Eiskaffee? Kaffee mit Eis. Es gibt keinen Eiskaffee. Also nein. Sorry. What a lie, what a lie, what a lie. Es tut mir leid. Können wir jetzt Kaffee machen? Okay, Leute, ich habe hier so einen kleinen Sänger im Hintergrund, aber daran wollen wir uns jetzt einfach nicht stören lassen, ne? Wir machen jetzt diesen Dalgona-Kaffee. Ja, dann kannst du vielleicht, also einfach, also so ganz kurz vielleicht, ist auch ein bisschen unangenehm, findest du nicht? Nö. Dann nicht. Wir brauchen... Hallo! Wir brauchen 2 Esslöffel Instant-Kaffee. Schmeckt das nach Kaffee? Nee, das schmeckt nach Lollipops. Jetzt brauchen wir 2 Esslöffel Zucker. Ich bin so begeistert, Jana. Und weißt du, was jetzt noch kommt? Hoffentlich keine weitere Gesangseinlage von dir und 2 Esslöffel warmes Wasser. Jana darf jetzt den Fun-Part machen, ist klar. Ja, das müsst ihr auf jeden Fall jetzt so aufschäumen, dass es am Ende dann einfach ein Schaum wird. Das Ding ist, ich glaube, das dauert ein bisschen länger. Deswegen bin ich ganz froh, dass Jana das macht. Sieht erst so aus, du bist ganz schön langsam. Wir machen jetzt unsere Mischung hier rein. Bist du bereit? Oh yeah. Eigentlich soll das noch ein bisschen schaumiger sein als das jetzt hier und mehr so fest. Aber denkt ihr, mein Geduldsfaden mit der singenden Tante hier ist noch da? Ich glaube nicht. Das stinkt. Das ist Kaffee. Kann man das nicht mit einem Strohhalm trinken? Damit nur Milch da ist oder was? Das ist ein Trend, Jana. Also es ist der gut. Trend ist seit einem halben Jahr vorbei. Ich glaube schon seit 2 Jahren, ehrlich gesagt. Und? Ich quäle keine Kinder. Ich schwöre. Ich schwöre wirklich nicht. Okay, ich schmecke wirklich scheiße. Das war lecker, oder? Ich hab mir wieder Essen geholt. Hat dir der Filter das erlaubt? Ich glaube ja eigentlich nicht. Zum Glück haben wir jetzt einen weiteren Filter. Der nächste Filter, den wir haben, ist... I dare you. The ugliest face you can. War das ugly? Ja. Perfekt. Auf Familie? Nein. Dann kein. Oh.
boring. Ich dachte, ich kriege jetzt hier so ein paar juicy Side Facts, von denen ich noch nichts wusste. Ich meine mich ja an was im Kindergarten dazu erinnern. Kindergarten. Point to where you are most ticklish. Something your parents don't know about. Ich bin gespannt. Ja. Über mich? Ja. Ja, über dich. Wüsstest du was? Nee. Aber halt so Sachen, wo du mir sagst, erzählst du mir immer. Ja, dann erzähl das jetzt aber bitte auch nicht. Share a secret. Warum kommt die ganze schon wieder etwas, was Jana wahrscheinlich nicht hat. Hast du schon mal irgendwas von mir kaputt gemacht, wovon ich nichts weiß? Mhm. Hast du mich schon mal irgendwo angelogen? Mhm. Hast du Secrets, der es dir gerade einfällt? Ja, mir ist Tesla letztens kaputt gegangen. Aha! Hä? Ist mir da gar nicht aufgefallen. Hast du Papa erzählt? Nein. Wie ist es Papa erzählt? Ich muss es Papa erzählen. Guck mal, ich musste nicht mal ein Secret erzählen. Jetzt habe ich ein Secret erzählt. Das ist so einfach nicht fair hier. Schielen. Schiel mal. Ich habe schon vor lange nicht mehr geschielt. Das ist total crazy gerade. Hm. Kannst du mit einem Auge schielen? Guck mal. Interessant. Und das war das Wort zum Sonntag, Leute. Es ist tatsächlich gerade auch Sonntag. Ist das nicht total crazy, Jana? Bei uns ist nämlich nicht gerade Sonntag. Bei uns war gestern Sonntag. Nur zu eurer Information, falls euch das irgendwie interessiert hat. Wir hoffen auf jeden Fall, euch hat dieses Video gefallen. Guck mal, wie weit wir gerade auseinandersitzen. Wir hoffen, euch hat dieses Video gefallen. Wenn es so ist, dann gebt ihm auf jeden Fall sehr gerne einen Daumen nach. Wenn ihr Essensreste habt, das wird nicht mehr gegessen. Ich habe ja Essen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt ihm gerne einen Daumen nach oben. Jana würde sich darüber noch viel mehr freuen als ich. Genau, und hier könnt ihr jetzt auch bei meinen beiden letzten Videos vorbeischauen. Hier könnt ihr mich abonnieren, falls ihr das noch nicht getan habt. Sagt Tschüss zu mir, Tschüss zu Jana. Wir sagen Tschüss zu euch und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Namaste. Das heißt Hallo, oder?